Bonjour aus der Bretagne. Heute schwinge ich mich aufs Fahrrad und bin auf dem Küstenfahrradweg La Vélo Maritime unterwegs. Einige kennen den Fahrradweg vielleicht, denn der führt von der Nordseeküste bis ganz in den Westen der Bretagne. In der Bretagne ist das Teilstück 430 Kilometer lang, führt von der Bucht des Mont Saint-Michel über Saint-Malo, die Mündung des Flusses Rance über die rosa Granitküste bis ganz in den Westen nach Roscoff. Heute bin ich an der Mündung des Flusses Rance unterwegs und ich treffe den Fahrradexperten Fabien, der mir dazu einiges erzählen wird. Bonjour, je m'appelle Fabien Leduc. Hallo, ich bin Fabien Leduc und ich leite A Bicyclette Voyage, einen Radreiseveranstalter, den es inzwischen seit 11 Jahren gibt und den wir mit viel Leidenschaft im Rennen der Bretagne weiterentwickeln. Wir sind also auf die Organisation von Radreisen in ganz Frankreich spezialisiert, aber besonders natürlich im Westen Frankreichs und in der Bretagne, wo wir Touren entlang der großen Fernradwege anbieten, wie zum Beispiel auf der Vélo Maritime, auf der wir heute unterwegs sind. Und dann gibt es auch noch die Vélo d'Isée, den Kanal von Nantes nach Brest, und ein ganzes Netz an Radwegen entlang der Küsten der Bretagne vom Mont Saint-Michel einmal ringsherum bis zum Golf von Morbihan. Für etwas Abkühlung geht es jetzt aufs Wasser. Mit dem Kajak über die Rance. Das Ganze startet hier in Plouer-sur-Rance und da treffe ich gleich die Kajakverleiherin Flore. Die hat das nämlich hier vor einigen Jahren gestartet und sie gibt schon mal einen wichtigen Tipp mit den Gezeitenpaddeln. Also, wenn die Flut kommt in Richtung Süden, und das wird hier auch der Fluss von den Gezeiten beeinflusst, dann geht es vorbei an schönen Schlössern und Gezeitenmühlen. Und wenn die Ebbe kommt, dann wieder in Richtung Norden. So hat man den größten Vorteil überhaupt. Man kann immer mit dem Strom paddeln. Wir sind hier also in Plouer-sur-Rance. Zusammen mit Valentin haben wir vor 5 Jahren, also 2017, Chill in Rance gegründet. Einfach aus der Freude heraus, mit anderen die Landschaften entlang der Rance zu teilen und sie vom Wasser aus zu entdecken. Mit gemütlichen Wassersportarten wie Kajakfahren und Stand-Up-Paddling, die einfach für alle bestens geeignet sind. Mit dem Kajak oder dem Board können wir in Richtung Dinant und Evron paddeln und dabei die Rance als Fluss entdecken. Mit all den kleinen Schleusen bis zum Hafen von Dinant. Doch auf der anderen Seite haben wir die maritime Rance mit Landschaften, wie wir sie auch an der Küste finden, und mit all den vielen kleinen Fischerdörfern.